Herzlich willkommen zu Tag 21 von unserer Inktober Tangles Challenge. Welcome to Day 21 of our Inktober Tangles Challenge. Heute mit dem Muster OOF oder OOF von Zentangle. The whole name is Out of Focus. Heute mit unserem Out of Focus Muster von Zentangle. Ich werde das Ganze hier auf einer quadratischen Kachel zeichnen und werde es auch tatsächlich einfach im Quadrat lassen. Ja, weil ich habe für mich eine Variante herausgefunden, wie ich das Muster ganz einfach zeichnen kann. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst früher aus der Schule, das Zeichnen ohne Linien oder nein, das Schreiben ohne Linien oder in einem Blankoheft sozusagen. Und ich war da immer wirklich schlecht, bei mir ging das immer so nach unten. Und deshalb zeichne ich mir gerne kleinere Hilfslinien, wenn ich so ein Rastermuster habe. Draw this pattern a little bit, no, not different, but I use some guidelines that make it a little bit easier. Because when I was in school, I often had to draw on a blank, not to draw, to write on a blank page without any lines. And my lines always, or my writings always looked like this. And that's why I like to use some guidelines. And I draw my my frame, and I divide it in four parts. And then I do the same in the other direction, so that I have this squared grid. Ja, so dass ich hier so ein quadratisches Raster habe. Und jetzt zeichne ich das Ganze wie Floors, weil dieses Muster eigentlich ohne das Raster startet und einfach nur mit kleinen Rauten, die man hier in der Reihe von rechts nach links, von links nach rechts und von oben nach unten verteilt. Normally this pattern starts with a little rhomboid shapes in lines. And that's why I use this little grid. So I can start it like floors. So I will put these little rhomboid shapes on this crossing points of my grid lines, and that makes it, for me, it makes it a lot easier to draw this pattern. And here I have only half of it here as well, so it's easy to see how this pattern works. Just have these slightly curved rhomboid shapes. Ja, wir haben hier so diese ganz leicht gerundeten Rhomben hier. Wir haben ein halb und ein Viertel. Und wenn du jetzt weißt, wie dieses Muster funktioniert, dann ist es für dich auch einfacher, es nachher in andere Formen zu integrieren. When you see how this pattern works, then it's a lot easier to integrate it in or to put it in other shapes, like round shapes or other forms you want to use. Und der nächste Schritt ist jetzt, dass wir hier an der einen Seite unsere Seite aufnehmen, sie verlassen und hier in einer Kurve an der anderen Seite enden. Now we use our take off and land method. So we start here, we take off and we land on this other rhomboid shape on this side. Okay, just to, we are just doing it to the left side. Ja, erstmal nur hier auf die linke Seite. Ja.
haben wir keins. Also hier auch wieder auf die linke Seite. Dieses Muster ist inspiriert von einem Fenster, ja, von einem Fenster, sagt man Fenstermuster, nach so einem Kirchenfenster, was eben solche Verstrebungen hat. This pattern is inspired by a window, a church window, with this, I think it's called stained glass. Yeah, it's a stained glass a window, which had these this pattern. Und wenn wir das jetzt haben, dann zeichnen wir das Ganze hier einmal nach unten. Ja, das heißt, wir nehmen diesmal hier unsere, es ist ein bisschen einfacher, erstmal hier an dieser Seite zu machen, wo wir eine ganze Raute haben. Das heißt, wir starten hier, nehmen hier diese Seite auf und landen hier. Now we do the same on this side. And of course you can turn your tile if you want to draw to one side, if it's easier for you. Und so siehst du schon, entsteht im Endeffekt hier wie so ein Kreis. Oben noch. Der sich dann hier gleich noch überlappt. Ja, das heißt, wenn wir das Ganze jetzt hier nach unten gezeichnet haben, kommt als nächstes die Variante hier nach rechts. Now we do the same to the right side. One by one. Here I missed the left side. Und natürlich als letzten Schritt das Ganze hier noch nach oben. And this is the last step. So we have these rounded overlapping shapes. It disappears behind our frame or border. You can decide if you want to have your circles on the sides as well, ja, dass die hier wirklich auch noch hineinkommen, aber ich finde es eigentlich so, mir gefällt es so gut. Oh, hier habe ich eine vergessen, hier auch eine Linie. Ja, so dass es hier so ein bisschen nach außen hin abschließt. Und jetzt bist du ganz frei in dem, wie du das Ganze jetzt füllen möchtest. That's the pattern in its original version, and now you can decide what you want to fill in your pattern parts. You can put in dot, these little smaller parts, these rhomboid shapes, or you can fill them in with black, and you can decide if you want to use some color or anything else. Ja, jetzt bist du hier ganz frei, deine Karre, dein im Prinzip Grundmuster zu füllen, wie es dir gut gefällt. Ja, du könntest jetzt hier auch entsprechend Fragmente mit einbauen. You could use fragments if you want to. You can give these shapes an aura. Und
Oh, whatever feels good for you. I will use auras for this part. And maybe I always love, as you know, to draw orbs, and I found the perfect spot for orbs. You might have seen it too. And of course, you can fill in these auras as well. It really, it's a little bit like a reticulum. But our fields, little fields here are not perfectly squared or rectangles or triangles or something like that. They look a little bit different, and you can decide what you want to put inside of them. Ja, sie sind, es ist im Prinzip wie ein bisschen ein Reticulum. Wir haben hier die Möglichkeiten, Fragmente hineinzusetzen, und es sind aber keine perfekten quadratischen oder dreieckigen Fragmente, sondern sie haben einfach ein bisschen eine andere Form. Und ich hatte geplant, dass ich eigentlich hier in meine kleinen Blattformen meine Orbs hineinsetze, aber an manchen Stellen sind sie ganz schön klein. Und deshalb habe ich jetzt gerade überlegt, ob ich das nicht hier in meine anderen Formen hineinsetze. Das heißt, hier hinein meine Orbs setze. Nein, ich glaube, ich setze sie doch hier hinein. Ja, das ist immer wieder Zentangle. Wir gucken einfach, wo passt etwas für uns gut hinein. Und dann suchen wir uns diese Stellen und lassen unseren Stift uns einfach ein bisschen führen, wo er uns den richtigen Weg hin zeigt. Now you can decide on your own where you want to put another pattern inside, or as I always love to do, some orbs or something else. Und dann sehen wir uns gleich zum Schattieren wieder. Ja, ich werde jetzt hier einmal überall meine Orbs hineinzeichnen und schauen, was mein Muster noch mir noch an Möglichkeiten bringt, um etwas zu integrieren. Yeah, now I'll fill in all my orbs and take a look what I might add as well in my grid. And you can do the same on your own pace. And we see each other later then for shading. So I will stop the video now, I will pause the video and I'll see you for shading again. Ja, ich werde das Video jetzt einfach einmal anhalten. Wir sehen uns gleich zum Schattieren. So, ich habe jetzt hier alle meine Musterteile noch mit meinen
kleinen Orbs versehen und hier noch eine Aura hineingezeichnet. Und werde das Ganze jetzt noch ein bisschen schattieren. I used my orbs in these little rice-shaped parts. And I drew another aura inside here. Und du kannst jetzt natürlich hier das Ganze ausmalen, noch um ein bisschen mehr Kontrast zu bekommen. You can fill in these inner auras with black to have a little bit more of contrast. Aber ich werde das jetzt mit dem Schattieren machen. But I will do this with shading. And I zoom in a little bit more. Ich werde jetzt ein bisschen mehr hineinzoomen. Wie du siehst, sind hier meine Seiten ein bisschen verrückt geworden. My outer parts over here became a little bit crazy. But that's okay. I can always overdo this a little bit with graphite. So I will put graphite on the outer side, on the border. First shade this field, this pattern in the hole, so that it looks a little bit like it were curved. Get some graphite on border. And then I go in and shade my I'll call them little pillows a bit by using just a little bit of graphite on the lines. Ich werde hier meine kleinen sozusagen Kissen so ein bisschen schattieren, indem ich ihn ganz leicht Graphit hier an die Linien setze. Und das jetzt ein bisschen mit meinem Tontillon verwische. Aber wirklich nur ganz leicht. Ich nehme dafür wieder ein bisschen Graphit von meinem Tontillon runter. Then I spread it a little bit with my Tontillon, but just a little bit. And I... You always have to look for your graphite on your tontillon so that it's not too much. So give it just a little shadow on these lines. Run a little bit over the line. That's okay. Bin ich ein bisschen über die Linie gekommen, aber das ist auch in Ordnung. Hier noch ein bisschen Graphit. Und hier sehe ich gerade, habe ich ein Feld vergessen. Aber das ist vielleicht dann die richtige Stelle für meinen Job, für meine Signatur. Yeah, I forgot two of them. to fill them in with my little orbs. But maybe one of them will be the part where I put my job on. But the first one, or the second one, no. This one I will fill in with orbs. And in this last one I will put in my chop. I have to do it a little bit different, otherwise it won't fit in. But that's okay. Ja, und mehr würde ich hier gar nicht schattieren, weil
Meine kleinen Orbs sind so klein, ja, wenn ich hier jetzt noch, ich zeige es einmal exemplarisch, wenn ich hier jetzt noch sehr viel Graphit draufsetze, dann wird das Ganze hier zu dunkel. Ja, bei denen geht es noch, aber wenn ich jetzt hier diese kleineren nehme und da auch noch Graphit draufsetze, dann wird es ein bisschen sehr dunkel. When I use graphite on these little small orbs as well, they might be a little bit too dark. These ones are bigger ones, that might be okay, but on these smaller ones, I think I will have all the parts in gray, and I don't want to have too much gray on my tiles. So maybe what you can do is, I have to look for this special pencil. Not a pencil, it's an eraser. Normally we don't use any erasers. Normalerweise benutzen wir keine Radiergummi in der Zentangle-Methode. Aber es gibt solche Präzisionsradiergummis und die sind für mich ein bisschen mehr wie ein Stift. And these ones I use a little bit more like a pen to take away a bit of graphite. So that I have a highlight on top. Ja, ich kann sie im Prinzip wunderbar für Highlights verwenden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier meine kleinen Orbs unbedingt noch schattieren möchte. So if you really want to shade your little orbs and you go over it and you see that you don't have any white on top of them, then you can use this little eraser to put back the highlight. Ja, dann kannst du hier den Radiergummi nutzen, um eben sozusagen das Highlight zurückzuholen, wenn du unbedingt die Orbs noch ein bisschen schattieren möchtest. But that's just if you really want to shade your orbs as well. So here you can see they have a beautiful highlight on top and then they pop up a little bit more to the others. Also das ist eine Möglichkeit, wenn du unbedingt wirklich hier deine Orbs auch noch schattieren möchtest. Ja, ich werde das jetzt nicht mehr überall machen. Vielleicht später noch in meiner Kachel. Aber das ist im Prinzip die Möglichkeit, um, ich sag mal, einen Radiergummi ein bisschen mehr als Stift zu nutzen und einfach dadurch ein Highlight auf die Kachel zu zaubern. As you see here, wie du hier sehen kannst, wo wirklich, wenn ich mit dem Tortillon drüber gehe, die ganze Reihe dunkel wird und dann kann ich das hier zurückholen. Also sehen wir hier in dem Fall den Radiergummi nicht als Radiergummi, sondern als ja, Highlight-Stift. So here we don't use our an eraser for erasing. It's a little bit more like a highlight pen, a pen for highlights, like the white jelly roll, I would say. Of course, you can use the white jelly roll and go over it, or the white charcoal pencil, but when you go over your graphite with your white charcoal, then it will be gray, it won't be white. Du kannst natürlich auch mit dem weißen Kreidestift über diese Bereiche gehen, aber dann werden eben diese mittleren Bereiche nicht wirklich weiß, sondern eher grau. Oder eben mit dem Jelly, dass du hier einfach so ein paar leichte Pünktchen mit dem Jelly, ne, wenn er schreibt, so darüber setzt, das geht natürlich auch. Ja, und ich werde jetzt hier noch meinen Chop in dieses kleine Stückchen setzen. Da werde ich den dünneren Preppy für nehmen. I will put my chop inside of this little small field. Und habe ich noch einen vergessen? It's crazy. Sometimes you look over your tile and you don't see these spots which you forgot. Manchmal guckt man wirklich
über die Kachel immer wieder drüber und sieht solche kleinen Bereiche nicht. Und hier siehst du, hier habe ich einmal ein paar Orbs noch an die Seite gesetzt, hier habe ich sie weggelassen. Also das kannst du ein bisschen spielerisch gestalten und immer und dem Ganzen ein bisschen mehr Charakter geben, indem es eben nicht komplett und überall gleich ist. Ja, und dann schreiben wir uns natürlich noch unser Muster auf. O-O-F, O-Oof. Out of Focus. Das ist von Zentangle. Und wir haben unsere Inktober Tangle Challenge Tag Day 21. Und natürlich kannst du auch deine Kachel noch signieren. Und dann haben wir es auch für Tag 21 schon geschafft. Noch 10 Tage. Dann ist unsere Tangle Challenge tatsächlich zu Ende. So, we have 10 more days in our Inktober Tangle Challenge. Und natürlich, wie immer, benutze sehr gern den Hashtag Inktober Tangles 2021. Please use the Hashtag Inktober Tangles 2021, when you post on Instagram. Und natürlich freue ich mich wie immer wieder, wenn du meinen Hashtag und meinen Account verlinkst. Dann kann ich auch deine schönen Kacheln sehen. And of course, I will be very happy when you link my account use the Tangle and Relax Hashtag, so I can see your beautiful tile as well. Und dann freue ich mich, wenn wir uns morgen sehen zu Tag 22. And I hope to see you tomorrow on Day 22 mit dem Muster Paradisum von Osvaldo Burbano. Tomorrow's pattern is Paradisum from Osvaldo Burbano. So, see you tomorrow and have a lot of fun with your beautiful pattern today. Ganz viel Spaß beim Tangeln und bis morgen.